ist immer noch im Rahmen. Einen wunderschönen Sonntag. Ich habe hier Frühstück kurz vor 14 Uhr. Lecker und eine Tasse Kaffee. Und Zeitung ist nass geworden. Es regnet zurzeit ziemlich viel. Es ist das Solinger Tageblatt von Samstag, den 5. Oktober 2019. Und wie immer interessieren vor allem die Lokalnachrichten. Vorne auf dem Titel gibt es eine WM-Sensation. Zehnkämpfer Niklas Kaul holt in Doha Gold. Das Foto ist ziemlich treffend. Wenn man Niklas Kaul auf der Wettkampfanlage erlebt. Im Sportteil ist auch eins, was ziemlich gut ist. Hier, ich zeige das mal gerade. So kommt man bei der Leichtathletik-WM zu Zehnkampf-Gold. So. Was aber halt besonders interessiert sind. Die Lokalnachrichten aus Solingen, speziell die aus dem Bezirk Hirschhalt. Und auf dem Titel heißt es hier: Solingen, bei Medikamenten gibt es Lieferengpässe. Kreisvertrauensapotheker Christian Falten, was es nicht alles gibt. Lieferprobleme bei wichtigen Medikamenten bereiten den Solinger Apothekern Sorge, mir nicht. Ich habe den Schnaps oben aus dem Supermarkt habe ich noch im Blick. Ich habe auch welche im Haus. 10 Liter Bioethanol im Haus. Mache mir erstmal keine Sorgen, dass ich an Infektionskrankheiten sterbe. Eissporthalle Verein will Angebot sichern. Gericht löst Betriebsrat von Borbet aus auf. Das Problem ist, es sind alles keine Nachrichten aus dem Bezirk Hirschhalt, deshalb finde ich das schon mal per se nicht schön. Hässlich. So, auf Seite 2. Ein Stadtwappen ist kein Verbrechen. Politik macht 3D-Druck, es steht auch eine Scheiße. In der Karikatur gibt es einen Boxkampf zwischen der EU und Europa. Mir würde es besser gehen, wenn solche Boxkämpfe tatsächlich endlich mal stattfinden würden. Ich habe eher den Eindruck von Gemauschel und Gekuschel. Das finde ich nicht so schön. Dann geht es hier auf Seite 3 um ein Sugar Daddy-Verhältnis, eine Mordanklage gegen einen 21-jährigen Raser Kleve-Mörs Niederrhein. Schandtat von Zwickau. Vom Spalter zum Macherhaus Seehofer. Naja. Widerstand gegen künstliche Befruchtung, das französische Bündnis La Manif pour tout, lehnt die Gesetzreform von Präsident Emmanuel Macron ab. Müsst jetzt erstmal nachgucken, was La Manif heißt. Ich habe glaube ich einen Anspruch, die Leute sind. M-A-N-I-F ist zum Glück auch dabei, wie man es ausspricht. Manifestation gibt es. Den Ausdruck der Manie gibt es gar nicht. M-A-N-I-F.
zumindest nicht im Dictionnaire de Français, einsprachiges Wörterbuch aus dem französischen Staatsverlag. Oder russisch, spätestens daran merkt man, welche Qualität die Nachrichten hier in dieser Zeitung haben. Das ist nämlich ganz große Scheiße. Dann müssen wir die französischen Wörter wiederfinden. Bah, schämt euch bei der WZ oder beim Solidarität. Ja. Ich weiß nicht, wie man so eine Scheiße drucken kann, wenn man nicht mehr die Wörter im einsprachigen Wörterbuch findet. Aus dem französischen Staatsverlag. Drecksblatt. So, der Soli-Mitteil. Ich esse mal lieber noch ein französisches Croissant. Mit selbstgemachter Zwetschgenmarmelade. Apotheker, Medikamente sind knapp und das sagt der Vollregal. Naja. Heute, Activia rechnet mit vielen Besuchen die Messe Activia für die schönste Lebensphase und dann zeigen die Rollatoren, findet morgen statt. Ich finde es einfach nur widerlich, wenn man das schön findet, wenn Leute auf Produkte aus dem Sanitätsfachhandel oder Sanitätsfachhandel angewiesen sind. Bah, ist das widerlich, was ihr veranstaltet. Standpunkt nicht mit Gesundheitspokern. Geht es um Engpässe bei Antibiotika? Ich weiß nicht, welche Viecher mit dem Zeug gefüttert werden, dass es da zu Engpässen kommen kann. Ach, bei den Antibiotikern könnte es zukünftig zu Ende. Es wird wieder einfach nur. Ach, es geht um Impfstoffe. Bei Impfstoffen kommt es zu Engpässen. Wenn ich irgendwas nicht glaube, dann ist das bei wichtigen Impfstoffen zu Engpässen kommt. Ich will als Journalist auch erstmal bei der WHO anrufen, ob das überhaupt der Fall ist. Es passt zu dem Tatsache, dass die irgendwelche Wörter abdrucken, die angeblich französisch sind. Städte schildern Radweg Solingen-Langenfeld aus. Die Strecke Solingen-Langenfeld bin ich vor kurzem gefahren mit meinem Elektrofahrrad. Der Radweg ist ausgeschildert, steht nur nicht überall, dass es nach Langenfeld geht. Eishalle Verein will Angebot sichern. Jetzt möchte ich sagen, dass ich schon mit dem Bild ein Problem habe, weil ich die Personen nicht kenne, die da abgebildet sind. Ich wohne wirklich seit Jahrzehnten in dieser Stadt. Das ist das, was mir in dieser Stadt immer wieder auffällt und aufstößt. An der Stelle muss man sich auch nicht wundern über das, was hier passiert. Ich zeige mal gerade das Bild. Ich kenne die beiden nicht. Ich weiß nicht, was man tun muss, um in so einer Zeitung bekannte Gesichter zu finden. Hunderte feiern in der Scheune Ernte. Dankfest ist auch nicht aus Hülscheid. Kinderpühe ist auch. Afrikaner feiern ist auch nicht aus Hülscheid. Politiker beraten über Schulbaupläne, habe ich mir überlegt, dass ich das ganz ignoriere, weil es mir nur noch übel aufstößt. Karstadt-Mitarbeiter schwelgen in Erinnerungen. Das war so. Ich möchte an der Stelle sagen, dass ich hier wirklich eine Karstadt-Mitarbeiterin wiedererkannt habe, und zwar die Frau mit der schwarzen Brille. Die hat wirklich früher bei Karstadt in Solingen gearbeitet. So, das ist die erste Bekannte. Neben den zwei Mitgliedern des Sportausschusses, die ich wiedererkannt habe.
achte momentan vor allem auf die Fotos. Ich habe die Zeitung neu in Ordnung. Das Sams sorgt auf, da ist auch nicht in Hülscheid. Stadtgeflüster. Alexandro Sansone kenne ich auch nicht. Kommt aus Wald, muss ich auch nicht kennen. Dann gibt es Yannick Förster bei The Voice of Germany. Ich gucke keine, habe ich keine Zeit zu. Kenne ich auch nicht. Waschbärenalarm in der Hasseldelle. Naja. Der Waschbären-Wupper-Ufer ist aus dem. Ich weiß es nicht. Schüler bauen einen Unterschlupf für Insekten. Engelbert bietet Apfelstrudel zum Essen und zum Riechen. In der nächsten Woche erscheint der neue Engelbert Ed echt lecker. Keine Ahnung, was das ist. Hundertfünfzig Besucher kommen zur Church Night in die Stadtkirche. Da gibt es eine Fotobox. Auch schön. Wenn man da was ausdrucken kann, dann kann man was ausdrucken. Welche vielbefahrene Straße suchen wir heute? Es ist relativ einfach, weil die Eisenbahnbrücke noch so steht. Kann ich mir gerade zeigen, dass es gut im Land wäre. So, was kann ich da nicht? Ich weiß gar nicht, ob das Schild da noch hängt. Von der Eckkneipe. Ich glaube nicht mehr. Ein Foto aus der Hofschaft Ungersberg, wo angeblich Wäsche gewaschen ist. Und sowas halte ich immer für nicht. Vor allem, wenn man da keine Waschform sieht. So, und das war es auch schon mit den Lokalnachrichten. Es gab nichts aus dem Bezirk Hülscheid. Und das ist auch wieder ein Armutszeugnis für diese Zeitung hier. Pfui, schämt euch. Tschüss.